Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Zelda Ocarina of Time in unserem Randomizer-Abenteuer. Ja, wir sind gerade im Feuertempel unterwegs und ja, beim letzten Mal wollten wir durch diese Tür gehen. Und ja, da gehen wir jetzt auch durch. Ich hoffe ja, dass wir ja wenigstens etwas kriegen. Wir haben noch einen Schlüssel über. Und hoffentlich werden wir nicht von diesen dicken Brocken getroffen. Ja, ich höre die Skulti, die kriegen wir aber so nicht. Ah, hier ist auch noch einer. Gut, Leute, die erste Truhe für diese Folge. Wird sie uns helfen oder wird sie uns enttäuschen, wie alle anderen auch? Ja, du bist frei. Geh. Und gib uns das, was da in der Truhe ist. Gut. Die erste Truhe hat uns leider überhaupt nicht weitergebracht, aber naja, wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen was wir machen können. Ey, das ist ja jetzt fies. Wow. Okay. Wir können nur eine Truhe noch kriegen. Dann ist der Feuertempel auch schon wieder abgehakt. Moment mal, was können wir denn dann? Also die Truhe muss ja jetzt was Gutes haben. Ey, sonst weiß ich wirklich nicht mehr, was wir machen können. What the fuck? Hä? What the... Okay, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht mehr, was wir noch machen können. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Okay, Moment mal. Ach, jetzt... Moment, hier... hier brauchen wir den... Brauchen wir hier den Hammer oder können wir hier auch mit diesen... Dingern hin? Ah, das geht auch ohne Hammer, okay. Oh, diese scheiß Herzcontainer, Mann! Ich... Was soll ich denn noch tun? Alter, ja, ist gut. Alter, hallo. Ah, hier ist auch noch einer. Okay. So, wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, ey, dann weiß ich auch nicht. Ich bin nicht amused. Haha. Okay, und sind jetzt quasi die Hände gebunden, so. Ich weiß es gerade nicht. Ich könnte jetzt noch vielleicht einmal zu den Skulptura-Leuten. Waren wir da schon und haben die 50er-Belohnung abgeholt? Boah, nö.
Ja, warte mal, können wir hier eigentlich rüber? Wir brauchen echt den Bumerang. Wir brauchen echt den Bumerang. Also ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Dodongos Höhle. Dodongos Höhle. Dodongos Höhle können wir noch immer eben hin. Wenn wir eh gerade hier sind, können wir mal eben in Dodongos Höhle. Da ist nämlich noch eine. Da sind noch zwei Skulpturas, die wir kriegen können. Ihr seht gerade, ich klammer mich ja an jedes kleine Fitzelchen. Dodongos Höhle hat nämlich noch zwei Skultis für uns. Da. Guck mal, wir sind da noch nicht mal lang gegangen. Ups. Ach, Mann. Yay! Endlich die Bomben! Wir müssen uns jetzt nicht mehr selber verstümmeln. Na endlich! Ich will mal nur mal eben was nachgucken. Die Skulti hatten wir, ne? Ja. Endlich keine Selbstverstümmelung mehr. Sehr nice. Warte mal, da können wir Dodongos Höhle fertig machen. Ja, wir können Dodongos Höhle fertig machen. Dann machen wir das mal. Wir machen Dodongos Höhle fertig heute. Nice. Oh, die Bomben haben uns so geholfen. Ach, endlich. Endlich ein Lichtblick. Holen wir uns die Skulli da oben und dann machen wir eben Dodongos Höhle fertig. Ich dachte schon wirklich, ich muss Goma jetzt wirklich mit 7 Stöcken machen. Aber soweit ist es noch nicht gekommen. Immer diese Pfeile, ne? So, jetzt mal einmal ganz kurz nachgucken. Okay, uns fehlt hier aber in Dodongos Höhle noch eine Skulti. Und wo? So.
Nein! Ah, fuck. Hä, bin ich doof? Ich bin wirklich blöd. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen näher rangehen hier. Und das Maul öffnet sich. Willkommen, Dodongo, immer näher. Ja, geil. Haben wir wenigstens einen weiteren Tempel abgeschlossen bald. Nee, uns kriegst du nicht. Ah, nee. Moment, wir können uns ein bisschen... Wow, blah. Okay. Ich glaube, hier ist noch eine Skulptur, ne? Ja. Ah, ein Kompass! Für den? Für Dodongos Höhle, okay, cool. Dann können wir aber jetzt gucken, ob wir hier noch irgendwelche Truhen haben. Nee, keine Truhen mehr da. Also da muss ja Dodongo jetzt irgendwas Sinnvolles geben. Oder? Zack. Schade, dass wir den Hammer nicht haben. Haha. Dachte diese olle Fledermaus, die kann mir entkommen und dann hat sie doch noch einen draufgekriegt. Und was ich ja auch gerne mal machen würde, so ein Randomizer, wo man die Tempel auch, also die Tempeleingänge shuffeln kann. Das ist bestimmt auch richtig mega cool. Kannst als erwachsener Link in den Dekobaum. Oh, der Spirit Temple kriegt wieder ein paar Schlüssel. Hi. Wow, zwei Schläge, ey. So, Leute. Tempel Numero Dos ist damit abgeschlossen. Einfach das Truhengeräusch, ey. Das Truheöffnengeräusch. Da, 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 da. Und ein Schlüssel für...
Den Feuertempel. Cool. Wir können im Feuertempel weitermachen. Nice. Guck mal, können wir gleich rübergehen zum Feuertempel. Alter. So nice. Und ich freue mich so, dass wir die Bomben einfach haben. Das Leitmedaillon. Warte, das muss ich einmal eintragen. Okay, das kann man gar nicht eintragen. Ach doch. So. Ach nee, was möchte ich denn da? Ach so, warte mal. Ich wollte noch mal eben gucken, ob wir die 50er Skulti-Belohnung bekommen haben. Ich glaube nämlich, die habe ich nicht abgeholt, oder? Kann das sein, dass ich die vielleicht nicht abgeholt habe? Wenn, hole ich sie jetzt ab. Ja, nice, Leute. Haben wir schon mal zwei Tempel abgeschossen. Also, Dodongos Höhle müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr rein, ne? Wir haben alle Skultis da auch drin. Gut. Ich glaube, der nächste wird der Wald- oder der Feuertempel. Okay, den haben wir schon. Das war der 50er, ne? Nee. Okay, dann haben wir ihn. Dann haben wir ihn doch schon. Oder warte mal, ist das hier der 50er? Ich weiß nicht, welcher der 50er ist. Der war der 50er, aber den hätten wir uns auch sparen können. Okay. Nächste Belohnung gibt es bei 100. Die werden wir aber, denke ich, nicht brauchen. Dann auf in den Feuertempel. Warte mal, hier war doch noch eine Skulptur auf dem Dach, ne? Die würde ich mir ganz gerne noch eben einmal holen. Müssen wir allerdings erst warten, bis es Nacht ist. Wäre nice, wenn wir heute noch den Feuertempel fertig kriegen. Also, naja, das werden wir nicht, weil wir brauchten ja den Bumerang für den... Und wenn wir den Bumerang haben, können wir Lord Yabu Yabu fertig machen. Und wenn wir den Bumerang haben, haben wir auch gleichzeitig den Hammer. Und wenn wir den Hammer haben, dann können wir auch den Feuertempel fertig machen. So ist zumindest der Plan. Ha, ich hab dich durchschaut. Ach ja, Leute, jetzt kommen wir langsam richtig voran. Also ich glaube nicht, dass wir noch 10 Folgen brauchen. Ich hoffe es tatsächlich. Ich hoffe wirklich, dass wir nie noch 10 Folgen brauchen. So viel kann ich verraten. Nachfolgerprojekt ist schon in der Planung. Plane wieder was. So. Hoffentlich habe ich die Skulti nicht auch schon geholt. Das wäre echt traurig. So, reicht das hier aus? Nein. War mir ja klar. Das Spiel will mich immer nur ärgern. Bei der alten Frau kann man jetzt noch nicht zu 200 Rubine kaufen. Das geht erst, wenn wir die Medizin, also wenn wir das Ganze mit der Medizin abgeschlossen haben. Der Start ist Anju, aber die hat uns ja schon ein Item gegeben. Der Müll war. War es so befriedigend zu wissen, Dodongos Höhle ist damit auch abgeschlossen. Wir müssen
Ja, ich muss noch mal gucken, ob ich im Wassertempel überhaupt noch irgendwas kriegen kann, sonst lasse ich den Schlüssel einfach bleiben, weil ganz ehrlich, wir müssen ja nicht unnötigerweise irgendwo hin, wo wir ja nichts mehr kriegen. Aber wenn da noch eine, Truhe ist, ja, dann ja, ne? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was wir da vergessen haben, wo wir denn da noch einen Schlüssel brauchen. Ach, warte, das können wir auch mal machen. Ach, falsch. Ich bin falsch gegangen. Oh, drei potenzielle Items. Wir haben sogar Deko-Nüsse. Big Bomb Bag. Yay, cool. Jetzt kriegen wir die... Ah, hier hätten wir die Bomben auch kriegen können. Cool. Okay, das war abzusehen, dass wir hier noch... So, komm, du hast jetzt den Bumerang. Okay, der eine gibt die Bomb Bag, der andere gibt die, Bomben. Schön. Aber hier hätten wir die Bomben auch kriegen können. Was hätten wir denn von dem bekommen, wenn wir jetzt nicht die... Die Bomb Bag gehabt hätten. Das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen. Nun gut, dann ab wieder zurück in den Feuertempel. Wir starten die Folge, wir beenden die Folge da, wo wir sie auch gestartet haben. Einmal nochmal ganz kurz gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gab, was ich vielleicht brauchen könnte. 160 Rubin. Wäre vielleicht später noch von Nutzen, aber jetzt gerade, nö. So. Nein! Ups. Was war das denn? Dann lieber so. Dann lieber so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war geplant. Wir haben auch noch den ganz großen Köcher nicht, ne? Der fehlt uns auch noch. Na, jetzt können wir wenigstens erstmal wieder eine Tür aufmachen. Und die eröffnet uns natürlich auch wieder neue Truhen. Mehrere tatsächlich sogar, glaube ich. Der Bumerang ist bestimmt da in dem Tempel hier, wo der Hammer wäre. Das wäre lustig. Und wieder nach oben. Wir sind wirklich wieder gleich an der Stelle, wo wir letztes Mal waren, ey. Voll lustig.
So, komm, los geht's. Let's go! Wie ein mir bekannter Klempner immer sagen würde. So, dann können wir gleich die Abkürzung hier frei machen, weil da ist auch noch eine Truhe. So, die Bombis. So, diesmal gehen wir aber durch die Tür schon vorher. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe jetzt mal Schiss, hier runterzufallen. Okay. Okay, die Feuerwand kommt jetzt. Wow, Hilfe. Okay, hier, ich dachte, man bräuchte hier auch einen Schlüssel, aber zum Glück nicht. So. So, wir holen uns erstmal die Truhe und dann gehen wir gleich einfach wieder zurück. Hier gibt es nämlich die Abkürzung, dann brauchen wir beim nächsten Mal, wenn wir hier in den Tempel kommen. Wobei, vielleicht bleiben wir. Ja, wir bleiben in den Tempel ja nicht wegen dem Hammer. Ja, gut. Wegen dem Hammer bleiben wir nicht hier. Schade. Aber jetzt haben wir die Abkürzung. Jetzt brauchen wir wenigstens nicht mehr diesen langen Weg da oben lang gehen. Yay! Eine zweite Flasche. Nice. Was bringt sie uns nochmal? Ich weiß nicht wirklich viel, aber ey, eine zweite Flasche, Leute. Fehlen noch zwei Flaschen. Jetzt ist der Gegner wieder da, ne? So, dann holen wir uns da vorne das noch. Weep. Oh Gott. Er ist über den Boden geschwebt. Habt ihr das gesehen? Die Goronen können schweben. Na toll. Danke für nichts. Wow! Okay, Leute. Ich würde aber an dieser Stelle vielleicht die Folge dann einbeenden. Ja. Nächstes Mal geht's hier weiter im Feuertempel. Wieder einmal. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ja, Dodongos Höhle abgeschlossen und ein paar neue Items gekriegt, ne? Ich glaube, ja,
Das kann sich sehen lassen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.